Also du machst jetzt nicht, also sie hat diesen Begriff Fuckboy geprägt, den finde ich, also das verkörperst du auch irgendwie nicht so richtig. Nee, also von sowas sage ich ganz offen und ehrlich, nein. Nein, davon halte ich einfach nichts, weil das bringt nichts. Ja, du hast gerade gesagt, und die nächste Absage, was meinst du damit, Pascal? Ja, also ich hatte mal ein Treffen mal gehabt mit einer, die wohnte hinter Thüringen und so, haben über WhatsApp ganz normal geschrieben. Haben auch dann gesagt, ja, ich komme dann extra auch an den und den Tag vorbei und so alles. Habe auch die Zugfahrt alles bezahlt und so. Und bin also mal eben so von Bremen bis hinter Thüringen mal eben so 8 Stunden gefahren mit dem Zug. Oh mein Gott. Ja, also ich mache das. Also nicht, weil ich die Kohle habe, sondern weil ich einfach auch sage, ich will da was auch von der Landschaft sehen und so ein bisschen von der Stadt. Ja, so ein bisschen, ja. Aber vor allem auch die Frau zu sehen. Ja. Ja und, wie war's denn? Ganz ehrlich? Ja. Ich komme an und sie ist nicht da. Oh nein, das ist gemein. 8 Stunden muss ich dann auf den Bummelzug warten. Oh, ist das fies. Dann noch die falsche Fahrkarte weggeworfen, dann von 4 Schwarzfahren 3 bezahlt. Die eine habe ich noch zum Glück mit dem Schaffner noch geklärt. Da habe ich auch gesagt, nie wieder. Oh nein, ist das gemein. 8 Stunden mit dem Zug zu einem Date und dann ist das... Mit dem Auto wäre das aber genauso lang. Und da habe ich aber auch gesagt, wenn ich mit dem Auto fahren würde, dann hätte ich aber so einen Hals, dann würde ich aber auch nicht Auto fahren können. Dann hätte ich gesagt, dann fahre ich an die Raststätte, gib mir einen und dann penne ich auf der Autobahn. Okay. Das war nicht euer erstes Date? Zweites. Also du hattest schon mit dieser Frau das erste Date. Ja. Und anstatt, dass sie dann nach dem ersten Date vielleicht gesagt hat, du bist nicht mein Typ, das wäre ja in Ordnung. Sie hat gesagt, ich bin nett. Bin halt nur zu groß für sie, weil sie war nur 1,70 und so. Und sie hat halt schon gesagt, ja, Bremen ist schon ein bisschen weit. Echt da so. Jetzt ganz ehrlich, Pascal, das erste Date, wie ist das gelaufen? Ganz entspannt, locker, waren was trinken. Man hat auch so ein Gefühl dafür, ob da irgendwas zündelt oder ob das einfach nur ganz nett ist. Es war einfach ganz normal, also so wie Freundschaft kann man sagen, so ganz nett, höflich. Ein paar Vorstellungen gehabt, wie sie da schon so gerne einen hätte. Aber jetzt, wo es heißt, wir sehen uns das nächste Mal nicht, gab es nicht, nein. Okay, also sie hatte kein Interesse, um es mal auf den Punkt zu bringen, ne? Du hättest Interesse gehabt? Ich hätte Interesse gehabt, ja, weil sie hat mich halt so genommen, wie ich bin und so. Na, eben nicht, sonst wäre sie ja da gewesen. Ja, wäre sie schon da gewesen. Aber die... Also. Ja, bei den meisten... Wann ist denn... Pascal, wie lange ist deine letzte, oder hast du mal eine lange Beziehung gehabt? Lange Beziehung gehabt und die war am Ende dann auch leider unschön. Warum, was war denn an der Beziehung so unschön? Ja, unschön. Ich musste sogar meine Privatsachen selber rauskaufen von ihr. Ja, also ich musste Termine machen bei ihr, wenn ich meine eigenen Klamotten haben wollte. Also da ist mein Vater sogar mit 300 hochgefahren, mit Anhänger. Und hat gesagt, so Mädel, jetzt kommst du in 2 Stunden oder du lernst mich richtig kennen. Also der Papa hat dich dann sozusagen raus... ja, aber auch nicht umsonst. Also mein Vater, der war stinksauer und da hat mein Vater auch gesagt, das macht er nie wieder. Wie lange war die Beziehung denn? 3 Jahre Fernbeziehung, 1 Jahr haben wir zusammen gewohnt, also 4 Jahre. Ja. Und wie war denn das? Also war das die Beziehung, wo sie dich auch betrogen hat? Ja. Stimmt das, dass wenn du zur Arbeit gefahren bist, sie sich ein... Typen nach Hause geholt hat? Sie hat ihn erstmal nur so durch Connection nur kennengelernt. Ich hatte dann halt mal früher Feierabend gehabt und so und habe ihr auch geschrieben und da hieß es nur, nee, ich hol dich nicht ab. Ja. So, wie, du holst mich nicht ab? Ja, ich muss einen Kumpel abholen. Und dann ist sie halt Lüneburger Hauptbahnhof einfach vorbeigefahren, die Hochstraße, habe ich auch noch gesehen und zack, wieder zurück. Und aber ich saß da unten 2 Stunden im Regen. Hat sie, die Frage war aber darauf gemünzt, hat sie dich dann zu Hause bei euch betrogen in dem Moment? Oder? Nein, da war alles nicht eigentlich normal. Also er hat sich halt nur auf der Couch breit gemacht und so. Und da habe ich auch noch so gesagt, Kollege, du bist ein Gast. Hoffentlich stimmt das. Doch, also ja? Ich sag mal so, der hat sich halt schon Füße auf der Couch breit gemacht und so, Bier auf dem Tisch und so. Also er hat sich eigentlich so gefühlt wie zu Hause. Würdest du sagen, Pascal, dass du ein zu lieber Kerl bist? Das höre ich von vielen. Ich bin zu nett, ich bin einfach zu nachsichtig, ich bin zu freundlich. Also viele sagen auch schon, du musst mal auf den Tisch hauen. Dann sage ich aber auch wieder. Gib ihm doch mal einen Tipp. Also, als Mann. Er kommt ja auch aus Bremen. Also wir halten eigentlich zusammen. Also, ja, ich habe in Bremen 1 Semester studiert, ich halte auch mit euch zusammen. Aber jetzt gib du ihm mal aus männlicher Sicht einen Tipp. Ja, wirklich. Also ich glaube, da sind so viele Signale gefallen, die er wahrscheinlich schon übersehen hat, weil er einfach eine Sache will oder dran festhält. Ja, du, ich glaube, da wird ein langes Thema zwischen uns beide. Das müssen wir, glaube ich, privat klären. Oh, es ist...
ist nicht so einfach, also das höre ich schon gerade. Ich hole noch mal Samra dazu, das ist nämlich mein nächster Gast und die kennt sich wirklich auch ganz schön gut aus, wenn es darum geht, Beziehungen zu beenden, beziehungsweise wenn es um ein Eheaus geht und die berät auch tatsächlich Frauen. Das ist vielleicht ein Thema, was dich interessieren könnte, Melanie, wie man sich zu verhalten hat und wie man, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, um noch mal den Bogen zu schlagen, wie man sich auf beiden Seiten gut verhalten kann, um eine schwierige Trennung vielleicht noch in ein gutes Fahrwasser zu bringen. Vielleicht hat sie noch einen guten Ansatz hier für uns. Herzlich willkommen, hier ist sie, hier ist Sandra. Hier Männer, ist egal, solltest dich darüber stellen, ja, ist egal. Aber so sind so Männer-Frauen heute, machen wir mal so. Du bist selber inzwischen, glaube ich, zweifach geschieden, ist das korrekt? Mhm. Ja, ja, und bist also scheidungserfahren. Ja, ja. Und du bist aber auch inzwischen jemand, der ja ganz klar auch versucht, andere so ein bisschen anzuleiten, ne? Wenn es um genau. so Trennungssituationen ja. geht. Erzähl mal, was du machst. Also ich begleite speziell die alleinerziehenden Mamas nach der Trennung. Mhm. Egal, ob die gegangen sind oder ob der Partner gegangen ist. Aber auch alleinerziehende Papas? Die dürfen genauso kommen. Nur angesprochen werden in erster Linie die Mamas. Und es gibt so ein 6-Schritte-Programm, das wir machen oder ich mache. Also in erster Linie erstmal da ankommen, wo du gerade bist, dich damit auseinandersetzen, was fühlt da alles auf in mir. Vielleicht darf ich da direkt mal, hast du das Gespräch vom Anfang mitbekommen? Ja. Ja. Weil dann würde ich das wirklich sehr gerne schon direkt mal jetzt hier wieder ansetzen, weil sind sehr verhärtete Fronten. Mhm. Ich möchte, also ich versuche das so neutral zu halten. Ich wäre dankbar, wenn du vielleicht jetzt einfach mal sagst, was könnte ein erster Schritt sein aus dieser Misere raus? Vielleicht jetzt auch mal ganz konkret in Sebastians Richtung. Aus der Misere raus ist eigentlich immer auf meiner Baustelle zu bleiben. Also sprich zu gucken, was macht das Ganze mit mir, was hat es mit mir zu tun und nicht an einem anderen zu ziehen und zu meckern und zu tun, wie der andere sein sollte, sondern zu gucken, wie kann ich jetzt das Beste aus der Situation machen, in der ich gerade stecke. Mhm. Weil ändern kann ich sie nicht mehr. Okay. Oder es ist jetzt eben einfach so, wie es ist und das Leben geht weiter. Es setzt natürlich Akzeptanz dafür voraus. Und ich verstehe natürlich, dass ein verlassener Partner sauer, wütend, ja. böse, traurig, alles ist. Das darf auch sein, das muss auch sein. Weil wenn ich das verdränge und verdeckel, dann explodiere ich irgendwann wie so ein Vulkan. Also genau. Das bringt es nicht. Das mir wirklich anzugucken und auch, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mit mir selber arbeite. Mhm. Was würdest du Sebastian zum Beispiel, der ist belastet jetzt gerade, Melanie aber auch auf ihre Art, nehme ich an. Ne? Ja. Was würdest du den beiden mit auf den Weg geben, wenn du das so hörst? Sie sind beide Eltern von 6 Kindern oder sogar 7. Ne? Kinder lieben immer beide Elternteile. Ist einfach so naturausgegeben, würde ich sagen. Gerade in so einem Fall kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Kinder echt auch manchmal wütend sind auf die Mama dann in dem Fall, weil die ist jetzt gegangen, die hat jetzt auf einmal eine Frau, was ist hier los? Also die kennen sich oft genauso dann nicht mehr aus und dann macht es, glaube ich, ab einem gewissen Alter auch Sinn, dass die Kinder vielleicht auch sogar jemanden haben, mit dem sie da sprechen. Mit einer neutralen Person oftmals, ja, weil Mama und Papa, das ist oft schwierig, nicht parteiisch zu sein an der Stelle und den Ärger eben nicht nach außen zu projizieren und sauer zu sein, ja, eure Mama hat jetzt einen Knall, die ist, ne, keine Ahnung, brennt jetzt hier mit einer anderen durch. Ab wann denn? Also wie, das ist ein total toller Punkt, den du gerade angesprochen hast. Da danke ich dir für, denn ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz zu sagen, die Kinder, die ja total leiden mit Sicherheit unter der ganzen Situation, brauchen eine neutrale, nicht betroffene Person, um darüber zu sprechen. Hast du das schon mal versucht anzuleiten? Ja, haben sie. Haben sie? Ja. Also mehrere sogar. Ja, wo und wie, warum? Die Samira und der Luis, die sind ja auch in psychologische Behandlung. Und wir haben eine Familienhilfe, wo sie jederzeit reden können. Ohne mich. Also ich erfahre das auch nicht, was gesprochen wird. Also finden auch regelmäßig diese Sitzungen statt, dass sie dann sprechen? Genau, sie können also jederzeit anrufen. Sie haben auch Telefonnummern. Ich habe auch Telefonnummer, falls sie anrufen will. Und das Schöne ist halt, ich werde nie erfahren, was in diesem Gespräch wichtig auch stattgefunden hat. Ja, die müssen in so einem geschützten Raum auch reden dürfen. Auch ihr Gefühl definitiv mal ausdrücken. Ja, ne? Klar. Weil so haben sie immer ein schlechtes Gewissen. Ja, jetzt bin ich parteiisch für den Papa oder für die Mama. Was soll ich sagen? Was darf ich sagen? Ne? Weil ich will sie mir ja nicht verscherzen. Weder mit dem einen noch für den anderen.
Und es ist einfach wichtig, da wirklich die Kinder auch zu unterstützen, ein Stück weit. Ist total wichtig, absolut super wichtig. Was mir ja gefallen hat, du hast uns gesagt, also der Vater ist wichtig für die Kinder und oder eben auch die Mutter. Also im Grunde, ja, egal wie böse die Partner miteinander sind, das große Ziel muss am Ende irgendwie sein, dass beide Eltern Eltern bleiben können, oder? Genau. In deren Fall ist es aber so vertrackt, ja, ja, und prekär und schwierig. Was würdest du den beiden aber raten, damit es irgendwann wieder dazu kommt, dass sie beide Elternteile auch aktiv leben können, die Kinder? Jedem seine Zeit zu geben. Also ich glaube auch speziell die Kinder in so einem Fall jetzt, auch die brauchen Zeit, das zu verdauen und zu verarbeiten. Mhm. Und wenn die sehen, Mama und Papa lernen, das zu akzeptieren, egal wie schwierig das ist, und einfach zu sehen, okay, das Leben geht weiter, eben dann ohne den Partner. Weil wenn wir heiraten, also mir gefällt immer die Aussage, ich heirate in den lebendigen Prozess. Also ich bin ja nicht statisch, ich bin morgen nicht mehr der ich heute bin. Mhm. Weil man sich immer verändert und immer weiterentwickelt. Ja klar, ich entwickle mich weiter und ja, ja, manche. Aber weißt du, das ist ein Punkt, den, Melanie, möchte ich dir vielleicht ganz am Ende noch einmal mitgeben. Ja? Weil was ich habe, das ist nur ein Gefühl, dass du dich so ein bisschen ausgeklinkt hast, weil vielleicht die Widerstände so riesig sind inzwischen. Ne? Weil es so viele Sachen gibt, die dir Angst machen, die dich vielleicht wegdrängen. Du hast es ja so angedeutet, dass du dich auch einfach sehr unwohl in Sebastians Gegenwart fühlst. Ich glaube nur, du musst unbedingt deine Flamme hochhalten, was das Gefühl für deine Kinder betrifft. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass das sonst einfach alles flach wird und auch die Kinder abflachen. Und ich glaube, das wäre wirklich traurig. Und ich glaube, dass es irgendwann einen Punkt geben würde, an dem auch du sehr unglücklich darüber sein würdest. Und ich glaube, das Jugendamt kann eine gute Anlaufstation sein, um mit denen gemeinsam wieder diese Verbindung auch zu den Kleinsten deiner Kinder herzustellen. Weißt du? Das wäre mein Wunsch für dich. Ja? Ich bin mir allerdings der Meinung, wenn die Kinder ihre Mutter sehen wollen, kommen sie irgendwann. Ja, aber auch, darf nee, ich was sagen? Nee, das glaube ich nicht. Darf ich was dazu sagen? Ja, bitte. Ich finde immer, also beide Elternteile sollten sich auch irgendwo zusammenreißen können, weil ihr seid quasi die Bezugsperson eurer Kinder. Ihr seid quasi das ältere Elternteil. Und ich finde nicht, dass es die Aufgabe der Kinder ist, jedes Mal auf die Mutter oder auf den Vater zuzugehen, sondern es ist ja, ganz recht. Die Position der Mutter oder dem Vater, beidseits eine Lösung gemeinsam zu schaffen, um zu gucken, dass die Kinder zu beiden Elternteilen einfach wieder so eine Bindung kriegen. Ja, hast du total recht. Also ich würde denken, wir haben ja heute, das ist natürlich ein bisschen schwierig heute. Einerseits haben wir heute gesprochen über dieses Gefühl, wenn man so abserviert wird. Also du hast uns sehr interessante Einblicke gegeben aus deiner Alltagspraxis. Du uns auch aus deinem momentan nicht so erfüllten Liebesleben. Wir wünschen dir das Allerbeste. Ja, was eure Situation betrifft, wirklich, wirklich von Herzen wünsche ich mir für euch, dass das klappt, dass ihr irgendeinen Weg findet. Schaltet von außen Hilfe da rein. Ihr werdet es alleine nicht stemmen können. Dazu ist es zu schwierig momentan. Und das wäre mein ganz toller Wunsch. Euch beiden alles Liebe. Vielen Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr an dem Gespräch teilgenommen habt. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen, liebe Zuschauer, mit den allerbesten Wünschen. Bis dann. Dankeschön.